Eisige Grüße und willkommen zurück bei Kirby's Adventure Wii. Wir sind in der vierten Welt und betreten nun Level 2. Wie ihr sehen könnt, ist das Setting hier eisig. Naja, aber ich fühle mich hier trotzdem wohl, vor allem als Link Kirby. Da können wir die ganzen Gegner zerschlitzen und natürlich auch die Eisblöcke kaputt machen. Gut, die ganz vereist nicht. Das geht natürlich nur mit Feuer, aber hier diese eisigen Geysire oder was das da ist, keine Ahnung. Die können wir auch zerschlitzen, weil da nämlich in dem Moment, wo wir da auftauchen... Oh, nein, 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 das war ein neuer Gegner. Ich glaube, das war der Ninja-Kirby. Oder? Gibt's den hier schon in dem Spiel? Doch. Yeah! Mit dem können wir nämlich so, ja, schneiden halt. Wurfsterne schmeißen. Ja, so eine Sprintattacke. Wie geht das nochmal, das Werfen? Ach so, ich muss springen. Okay. Einen Tritt haben wir auch noch. So, irgendwas werfen. Und eine Oben-Attacke hat er offenbar nicht. Hat er da noch irgendwelche Kombinationen? Ninja-Kick, okay. Rauchbombe war das, okay. Oben, dann unten. Eins ist der Blütenwind. Und eins neben einem Gegner. Okay, Blütenwind klingt interessant. Und dann gibt es noch irgendwelche speziellen Attacken. Boah, das hat mir dann aber ein bisschen zu kompliziert. Sieht so aus, als... Ah, geil. Sieht so aus, als wäre diese Fähigkeit wirklich sehr toll für Leute, die Kombinationen mögen. Oder an den verschiedensten Orten kämpfen. Weil da halt stand, ja, wenn wir irgendwo dranhängen, dann... Was ist denn hier los? Können wir gleich, wenn wir irgendwo dranhängen, können wir noch mehr Attacken ausführen. Gibt es leider nur ein One-Up, obwohl es in dieser Stage hier vier Zauberzahnräder zu finden gibt. Aber ich bin sicher, das erste wird nicht lange auf sich warten lassen. Und eigentlich müsste jetzt auch mal wieder ein Sphärenspuk auf uns zukommen, damit. In dem ersten Level der vierten Welt war da keins. Und eigentlich, ja, eigentlich müsste es soweit sein. Hier, werden jetzt vielleicht Zuschauer von Kirby Triple Deluxe glauben, von diesem Gegner bekommen wir die Käferfähigkeit, aber die war in Triple Deluxe neu. Schließlich, also ja, schlussendlich gibt es dann die Käferfähigkeit in diesem Spiel nicht. Oh, wir brauchen aber Feuer, wie ich sehe. Hätte mir der Käfer Feuer gegeben oder was? Aber scheint fast. Ach so! Oh, oh! Ich muss gestehen, diese Gegner habe ich total übersehen. Habe ich geschlafen oder sind die erst jetzt aufgetaucht? Lol. Ich habe die echt nicht gesehen. Und ich finde, in diesem Level hören wir mal eine andere Art von Musik. Jetzt geht's an. Ja, so melancholisch und gar nicht fröhlich klingend. Das war sehr schlecht, weil das kostet nämlich viel Zeit. Wir sollten hier ganz schnell durchhuschen. Sonst wird das nichts mehr mit der Kanone. Oh oh. Dein Ernst? Dein Ernst? Boah, war das schlecht. Aber jetzt müssten wir es eigentlich auf jeden Fall schaffen, weil jetzt bin ich ja schon einmal durchgehuscht und die ganzen Blöcke hier sind bereits aus dem Weg geräumt. Soll heißen, wir kommen jetzt leichter und schneller zur Kanone. Das hätte fast im ersten Versuch geklappt, aber... Ja, eine gute halbe Sekunde hat gefehlt und jetzt sieht es so einfach aus. Mit 5 Sekunden Vorsprung war es aber gar nicht. Boom. So. Hier kann ich dann aber doch mal einen... Okay. Ja, ein Zauberzahnrad erwarten. Aber das funktioniert nicht so, wie ich will. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir das mit Anlauf und diese Attacke. Hier und gleich nochmal die Attacke. Auch wenn es nicht geklappt hat. Wir haben es geschafft. Das Tor ist jetzt nicht runtergefahren, weil ich da drunter stand und das offenbar auf mich achtet und mich nicht umbringen will. Finde ich nett. Danke. Du, du, du. Okay, die Musik in der Welt ist irgendwie strange. Gefällt mir insgesamt jetzt nicht so gut wie... Oh, nein. Wie in den anderen Welten, aber es kann sich ja noch ändern. Sag mal, bin ich blöd oder so? Bisschen aufpassen sollte man dann doch. Ja, aber die ganze Chose wird stetig schwieriger, ist ja klar. Man kann zwar immer noch nicht von einem schwierigen Spiel sprechen, aber das ist bei Kirby eigentlich nie der Fall. Ein Entwickler hat mal gemeint, Kirby soll immer... Also wirklich, was war das denn bitte? Leck mich doch. Kirby soll immer auch für Einsteiger geeignet sein.
Deswegen wird es wohl nie ein wirklich ultra schwieriges Kirby geben. Und gerade läuft es echt gar nicht für mich. Was auch immer ich versuche, es funktioniert nicht. Kann ich mit den Stachelschuhen auch da runter zu den anderen Stacheln? Weil normalerweise sollte mir da doch nichts passieren, oder? Ja, war aber klar, dass ich sterbe. Ich kann mit dem Schuh leider nicht umgehen, muss ich sagen. Tut mir leid. Ich kann nicht mit dem umgehen. Ich hab's Timing nicht drauf, was weiß ich warum. Das ist komisch, das Timing. Würde mich nicht wundern, wenn ich nochmal sterbe. Also wenn ich down gehe in diesem Spiel, dann bei den Schuhpassagen. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich den Schuh nicht ausstehen kann. Ich mag ihn trotzdem, auch wenn die Idee eigentlich geklaut ist von Mario Bros. 3. Ich mag ihn. Das ist halt schon ein bisschen wie schießen. Wenn man immer wieder abkratzt, obwohl man gedrückt hat. Jetzt auch schon wieder. Jetzt auch schon wieder. Ich hab den verdammten Knopf gedrückt. Aber hoffentlich habe ich das gleich geschafft. Aber irgendwie glaube ich, die quälen mich noch weiter. Macht denen doch bestimmt Spaß. Das ist gleich ein neuer. Na toll. Also geht's noch weiter. Oh, halt. Bonusraum. Oh nein, jetzt wird's ganz lustig. Ja, aber klar. Oh man. Komm. 1 und 2 und 3 und noch ein Nein. Alter Kirby. Ich kann's halt auch einfach nicht, ne? Jetzt aber. Was? Ich hatte es doch. Verdammt nochmal. Toll. Ja, gleich geht der Schuh kaputt. Also, ich sollte... Nee. Aber Moment mal, kann ich da nicht auch einfach hochfliegen? Ach so. Okay. Da sind dann leider Gottes diese Kisten, die wir nur zerstören können, wenn wir einen stacheligen Schuh tragen. Naja, glücklicherweise steht hier ein neuer. Somit kann ich Noob es immer wieder probieren. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal nach 3 Stunden. Ja, so aktuell nicht. Wie es halt einfach mal nicht hinhauen will. Ja, ich bin so gut. Danke. Warum steigst du aus? Ich habe nicht 1 gedrückt. Oh, wie nett an der Brücke. Vielen, vielen Dank. So. Dann gehen wir wieder raus und ich wechsle den Schuh. Weil der nämlich schon wieder sehr abgenutzt war. Und ich glaube, die Passage hier geht noch weiter. Ich hoffe mal, dass die Zauberzahnräder gespeichert bleiben. Weil falls ich jetzt nochmal sterben sollte und ich müsste alles nochmal neu machen, das würde mir so ein bisschen auf den Sack gehen. Und ich glaube, ich kann aussteigen. Stimmt's? Ja, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ich mag diese Passage nicht. Ja, Steinkirby kommt zum Zug. Gerne. Chillig. Oh, halt! Halt, das war falsch. Nein. Boah. Ich bin nicht verletzt worden. Ah, man darf sich eben doch nicht nur auf den Stein verlassen. Manchmal kommen wir in eine Zone, wo man nicht herabfallen sollte. Das stimmt jetzt auch gleich nochmal. Deswegen passe ich auf. Ja, hier. Stopp. Und weiter geht's. Haha, ich erwarte jetzt sowieso gleich irgendeine Mega-Fähigkeit. Oh, wie komme ich denn da hin? Weil der Sphärenspuk müsste eigentlich kommen. Yes, ich hab's geschafft. Und jetzt als sterniger Stein den Hang herab. Ich hab... Also jetzt wird's lächerlich. Wirklich. Aber ich gebe zu, ich Idiot hab mich verdrückt. Ich wollte 1 drücken und hab 2 gedrückt. So ehrlich muss man dann doch sein. Und dann vor Schrecken, ja, habe ich eine Bewegung gemacht, sodass ich dann den 1-Knopf nicht mehr erreicht hatte. Also ich habe mich halt erschrocken, bin dann gezuckt und kam nicht mehr an den 1-Knopf ran. Also spätestens jetzt wissen die Leute, wem sie hier zuschauen, nämlich Nichtskönner. So ist das halt. Ist hier was? Nee. Nee, Quatsch, aber es hätte in diesem Level deutlich besser laufen können. Andererseits, das Spiel ist generell so leicht. Da tun Fails jetzt nicht so schwer wiegen und ich glaube, zur allgemeinen Unterhaltung ist das doch eine super Sache. Stimmt's, super Bonkers, aber gegen dich möchte ich jetzt nicht failen.
Ich möchte aber deinen Hammer gerne haben. Den finde ich geil. Also gib ihn mir. Ey, du sollst springen, Kirby, verdammt. Und dann diesen Laser schießen. Kriegt dann nicht hin, was? Jetzt aber. Nochmal, ja, das ist sau stark, aber es ist schwierig hinzubekommen irgendwie. Oder die andere Attacke, die ich gerade gemacht habe, am Boden. Und in beiden Fällen muss man rennen, damit man das machen kann. So. Okay, weg damit. Und den Hammer nehmen. Ach so. Von dem kriegen wir die Mega-Fähigkeit. Alles klar. Giga-Hammer ist sogar was Neues. Ich hatte jetzt eigentlich mit dem Schneeball gerechnet. Den kennen wir ja auch schon. Aber nein. Wir kriegen unsere fünfte Mega-Fähigkeit. Das dürfte jetzt eigentlich auch die letzte sein. Also ich habe ja 5 von Anfang an vermutet. Das ist einfach eine Anzahl, die passt. Hey, was willst du denn? Du kriegst gleich eine... daneben. Dann warte ich einfach, bis du wieder kommst. Bist bestimmt so blöd und greifst nochmal an. Haha. Wir können den Hammer durch Schütteln der Remote auch verstärken. Also ihr habt ja bestimmt gesehen, dass das dann da angezeigt wird, dass ich schütteln soll. Und wenn ich es schnell genug mache, dann wird der Hammer größer und macht logischerweise mehr Schaden. Da wir hier aber nur irgendwelche Hebel betätigen müssen, glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich mach's trotzdem. Schnell! Ja, perfekt. Bams. Oder vielleicht hätte ich hier jetzt tatsächlich den Maxi-Hammer gebraucht, weil da gleich 3 von diesen Dingern waren. Ich weiß es nicht. Ich vermute es nur. Boom. Geht sterben. Wie sie alle nicht nur zerstochen werden, sondern auch noch in den Abgrund runtergedrückt werden. Übelst brutal. Aber solche blöden Viecher wie die haben es ja auch verdient. Jetzt habe ich mal absichtlich nur den normalen Schlag gemacht, aber nein, man bekommt trotzdem alles und die gehen alle sterben. Gehen alle tot, wollte ich sagen. So ganz kinderfreundlich. Oh, die sind aber richtig groß. Ich glaube, hier brauche ich jetzt schon den großen Hammer. Na, komm, komm her. Freundchen. Der kommt extra nicht, glaube ich. Weil er merkt, dass ich da warte. Was aber nicht heißt, dass du in Sicherheit bist, mein Lieber. Und da ist ja auch schon das Dimensionstor. Boah, das Level hat mich jetzt aber doch lange aufgehalten. Wow. 12 Minuten. Unfassbar. Das ist ein neuer Rekord, ne? Weil wir werden es jetzt wahrscheinlich mit 15 Minuten abschließen. Ich hatte das überhaupt nicht so lang in Erinnerung gerade. Aber war es wohl. Gut, es gab ja auch eine Stelle, wo ich mich jetzt nicht so perfekt angestellt hatte. Genauso wie hier gerade, aber egal. Dass wir hier Schlüssel benutzen müssen bei Türen, das hatten wir auch noch nicht, ne? Das ist was Neues. Das macht mir Angst. Aber bei Schlüsseln kann man dann halt nicht fliegen. Ein falscher Sprung und ich bin tot. Deswegen hoffe ich, dass jetzt hier nicht alles so ultra fies wird. Die Stelle war schon brenzlig. Was kommt denn nun? Okay, keine Schlüssel mehr, sondern die Kanone. Aber auch damit können wir nicht fliegen. Muss auch alles klappen. Boah, crap. Mach kaputt hier. Sie übertreiben jetzt. Ist auch voll lang, diese Dimension. Töte die Viecher, töte sie. Nein. Einer stand gerade hinter mir. Aber er ist zum Glück wegen irgendwas gestorben. Boah, man muss gleichzeitig natürlich gucken, wo man hinspringt, ist klar. Boah, und jetzt weg damit. Von mir noch das Zeugs. Yeah. Und tschüss. So, wer ist der Gegner? Achso, ja klar, das ist Sphärenspuk, ist logisch. Und wir nehmen uns die Ninja-Fähigkeit, weil die geil ist. Sie ist sehr, sehr geil. Und wir können damit eben auch schön aus der Ferne mit den Wurfpfeilen angreifen. Ich glaube, ich habe vorhin Wurfsterne gesagt. Aber es sind Pfeile. Aber wir können doch auch irgendwie Schuriken werfen, oder nicht? Ich weiß allerdings nicht, wie... Boah, der Kick war auch geil. Was war das denn? Eine Blitzfähigkeit hat der? Seit wann denn das? Ja, komm her da. Langweiler. Ey.
Spinnst du oder so? Ja, komm, lass doch den Quatsch. Ups, ich dachte, ich wäre da hinten sicher. Von wegen. Oh, dammit. Aber gut, jetzt weiß ich, dass er neue Attacken hat. Das war mir nicht bewusst. Er hat sich gesteigert. Da werde ich das nächste Mal etwas mehr aufpassen. Ich bin nicht zufrieden mit dem Kampf, verdammt. Aber eigentlich kann ich mit dem ganzen Level nicht zufrieden sein. Heute habe ich halt mal wieder das falsche Frühstück zu mir genommen. So sieht es jedenfalls aus. Naja. That's life. Muss halt auch mal schlechtere Leistungen geben. Und auch der Sprung. Ja, ich will nicht sagen misslingt, aber wir haben zumindest nicht die Top-Position geholt. Ist halt so. Next level. So, husch husch, Kirby. Die 50 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zur Bombenprüfung. Oh, Bomben, ernsthaft? Nein. Warum ausgerechnet Bomben? Das wird der absolute Mega-Shit. Ach, Gott. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Oh, Feuer. Ja, spring ihn halt noch in die Fresse, weißt. Das geht bestimmt auf Zeit auch wieder zu. Deswegen musste ich mich hier beeilen. Oh, und ich habe natürlich das Feuer mitgenommen, weil... Joa. Der Typ steht da nicht umsonst. Und wenn doch, dann werde ich mich ärgern, weil die Ninja-Fähigkeit ist geil und ich möchte die eigentlich ungern verlieren. Okay. Da hat mir das Feuer schon mal geholfen. Wäre sonst schwieriger gewesen. Und da kommen wir auch noch mit Feuer rein. Okay, dann war es doch eine gute Entscheidung. Hier haben wir auch wieder 4 Zauberzahnräder. Was mache ich denn? Ich habe... Ich bin aber echt kein Freund von dieser Steuerkreuzsteuerung. Weil jetzt hat er gerade meinen Sprintangriff als oben 1 Angriff gewertet. Weil ich habe schon zur Seite gedrückt. War ja klar, dass ich die andere Attacke brauche. Aber nur, er hat es als oben gewertet. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Also dieses Steuerkreuz, diese Wii-Fernbedienung, das eignet sich nicht so wirklich. Kann man das optional auch mit dem Nunchuck spielen? Das wäre nämlich geil. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das nach dem Part mal probieren. Und euch dann mitteilen. Ob es da eine optionale Steuerungsmöglichkeit gibt, steht das irgendwo? Nö. Das wäre nämlich schon klasse, weil... Steuerkreuz? Nee. Ich habe ja generell keinen Hass gegen die Steuerkreuz, aber auf der Remote finde ich die schon beschissen. Ist einfach so. So ungenau. Oh, weil es auch so klein ist. Ist wirklich mega klein. Und jetzt hat man auch wieder sowas. Ich wollte eigentlich nach rechts stechen. Was macht er? Er sticht nach unten. Wow. Ganz schön gefährlich hier. Ah, siehst du? Und hier brauchen wir gleich mal den Speer. Für diesen Schalter. Gott sei Dank geht diese Riesenmuschel in die andere Richtung. Ich hätte sonst eigentlich nicht mehr ausweichen können. Zauberzahnrad Nummer 1. Sehr gut. Hat aber auch auf sich warten lassen. Und nun kommen Eiskugeln. Boah, von oben. Dachte, ich wäre da oben sicher. Ah, ist mal oben, mal unten. Okay. Was ist das für ein Viech? Ui, warte, warte, warte. Da gibt es was zu essen. Dankeschön für die nette kleine Stärkung. Oh, guck mal, was hier ist. So ein Unsichtbarkeitsdingsi. Und wir können damit auch durch die Gegner und die Eiskugeln durch. Very nice. Oh, aber nicht durch diese Eisblöcke. Deswegen ist der Feuerkerl da. Schnell, 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 schnell. Weil ich weiß nicht, ob das Ding hier ewig hält. Oh, das heißt es doch. Wegwerfen und da hochgehen. So, ja. Genau. Und jetzt schneller, 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 schneller. Die Wirkung von dem Teil hält bestimmt nicht ewig. Dann nochmal wegwerfen. Und Zauberzahnrad. Ich sagte Zauberzahnrad. Genau. Yay. Okay. Läuft ja einigermaßen nach Plan jetzt. Wasserfälle. Wasserfälle, Wasserfälle, Wasserfälle. Ja gut, als aufgeblasener Kirby
bleibt man immer an der höchsten Stelle. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist eigentlich ganz gut. Und was haben wir hier? Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? What the fuck? Okay. Na, dann gehe ich zurück und hole mir einfach mal den Bumerang. Weil ich glaube, mit dem Bumerang... Leck mich doch! Können wir... Ja, scheiße. Die Strömungen bemerke ich erst jetzt. Mit dem Bumerang können wir das Seil abschneiden, glaube ich. Aber wer rechnet denn damit? Wie fies. Weg mit den Gegnern. Komm her. Deine Tentakeln sind ab. Oh, der Gegner ist so dumm. Den kann ich gar nicht ausstehen. Ist auch so total verniedlicht. Das Viech. Also noch mehr als die anderen Gegner. Okay, schauen wir mal, ob das jetzt so klappt, wie ich will. Oh oh. Nicht so ganz, ne? Kann ich auch springen, bevor ich... Nein. Oh! Sehr gut. Das war jetzt schon nicht einfach zu erreichen, vor allem, weil man ja wissen muss, dass man den blöden Bumerang braucht. Schwierigstes Zauberzahnrad bisher. Da ist das gleiche Spielchen. Hoch mit dir. Okay. Ja, also das war jetzt schon besser als die anderen Zauberzahnräder, die man ja quasi nachgeschmissen bekommt. Und wenn die Zeit auf meiner Game Capture Card stimmt, dann wird der Part vermutlich ganz schön lange. Aber das ist in Ordnung, so nutzen wir einfach mal unser gesamtes Zeitkontingent aus. Wobei wir ja keins haben, also ich kann ja meinen Part so lange machen, wie ich will. Was die Jüngeren unter euch bestimmt nicht mehr wissen, ist, dass das früher nicht ging, ja. Da hatten alle Videos auf YouTube eine Limitierung von 10 bzw. 11 Minuten. Oder man durfte 11 Minuten halt nicht überschreiten. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Checke ich gerade hier irgendwas nicht? Schaut so aus, was? Okay, wie mache ich das denn? Also erstmal den Gegner entfernen ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, und dann wurde die Sache... Oh, was will der denn schon wieder? Dann wurde das alles auf 15 Minuten erhöht. Und jetzt können wir so lang machen, wie wir wollen. Nein, jetzt bin ich runtergerutscht. Scheiße. Das wird nicht mehr reichen, stimmt's? Ja. Ach komm, was ist denn das für eine Kacke hier? Das ist eine richtig beschissene Stelle. Gut, Bombe ablegen, dann Gegner killen. Hau ab. Hau ab. Und jetzt? Komm schon. Ja, hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Ach schon. Nein! Boah, wie ich hier einfach mal gar nicht klarkomme, ne? Aber jetzt, 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 jetzt. Aua. Aber es gibt halt so bestimmte Grenzen an Videozeiten, die ich nicht überschreiten will, weil es dann zu lange ist. Aber wie gesagt, der letzte Part war etwas kürzer, also ist es okay. Aber boah, ich möchte dann doch jetzt nicht mehr failen und schnell zum... LOL. Ein Boss! Ja, dann nimm das. Bäm. Fast ein One-Hit-KO. Alter. Episch. Na dann. Los geht's. Das ist mein Schlüssel. Oh, nicht schon wieder sowas. Aber wie ich das mache, weiß ich schon. Da werde ich mich jetzt besser anstellen. Hau ab. So. Genau. Hehehehe. Da brauche ich das Ding. Und da ist das Ziel. Somit ist hier das letzte Zauberzahnrad. Yay. Okay, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen zäher war. Trotzdem danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Kirby's Adventure Wii. Und ich finde, das sieht cool aus, wenn er so ganz platt ist. Ja. Na dann, spring mal schön auf die 1. Nein. Knapp verfehlt. Ja. Schönen Tag noch. Bye, bye.